So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute steht an gegen Ingolstadt. Ingolstadt liegt auf Platz 12 mit minus 5 Toren und 33 Punkten. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir eine Aufstellung machen. Spielen wir so defensiver, offensiv, spielen wir offensiv. Dazu Aufstellung. Grab wieder mal raus aus dem Top. Bauer darf wieder rein. Für Hurricane. Hurricane darf aber für Sandro weiterspielen. Fleschi kommt mal wieder mit rein. Player darf. Phil Treutwein-Noobster. Lassen wir erstmal so. Zu viel fürs Mittelfeld dabei. Bernd raus für Eichhorn. Und Pac-Man für. So, Sandro aber für LPN. Ohne Manu haben wir schon lange nicht mehr spielen lassen. Passt. So spielen wir heute. Ja, okay, los geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Wir spielen auswärts. Die spielen daheim. Heute spielt noch Cottbus gegen Sandhausen und Köln gegen Bochum. Schauen wir, was wir heute Lustiges haben. Schießen Skill Challenge bei dieser bla 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 und Wasserflaschen treffen. Ach, das sind Wasserflaschen. Immerhin ins Tor rein. Ha, schlecht. Fünfhundert Punkte passt. Nicht passt. Also das muss erstmal schaffen, den so genau davor zu platzieren. Oha, shit. Hey, jetzt aber. Für so einen Dropkick soll es eigentlich doppelte Punkte geben, meiner Meinung nach. Ja, für sowas soll es eher Abzug geben. Ey Kumpel, jetzt schieß mal Richtung Tor das nächste Mal, bitte. Ah, ich hab jetzt keine Lust mehr, wir haben es ja schon mal gemacht. So, Schanze. Ingolstadt im Stadion Nede, heißt das wirklich so? Jetzt nähert sich langsam das Ende der Saison. Und ja, ich könnte euch jetzt mal langsam fragen, wer aus der Mannschaft austreten will. Wen es nicht mehr so interessiert, dass er sich jede Folge anguckt und deswegen auch nicht mehr dabei sein möchte. Ich habe natürlich wieder vergessen, Flashy als Kapitän zu machen, deswegen ist es Zunis. Okay. Ne, also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr nicht mehr dabei sein möchtet, dann kann ich andere dafür reintun, die da vielleicht lieber dabei wären. Und wäre mir mal ganz wichtig, das zu wissen. Weil dass ich dann die Mannschaft rechtzeitig bearbeiten kann und so weiter. Naja. Und auch so natürlich Wünsche. Aber im letzten Part werde ich es nochmal ausführlicher ansprechen. So, dann ziehen wir die jetzt halt mal ab. Und er sitzt nicht. Schade. Aber immerhin schon mal gute Auftakt. Schade. Boah, die haben auch ein Dusel.
Wow! Özcan, gut gehalten, Mann. Na, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er den hat. Ganz lässig schiebt Mace ein. Wunderschönes Ding. Das gefällt mir doch sowas. Oh, Topspin. Schön. So kann's weitergehen. Oh, schade. Und er sitzt ebenso. Juhu. Mace, 12 Minuten zum 2:0. Ja, Frage. Wollt ihr dann auch in der nächsten Saison, da starten wir ja nochmal neu in der ersten Bundesliga, weil ich ja den Scheiße gebaut habe, eben mit den Spielern zu alt und so weiter. Aber wollt ihr da, dass wir die Stärke aus dem Part, aus dem letzten Part nehmen? Oh, schade. Oder dass ich die eben anpasst oder eben so mach, wie wir auch hier in die zweite Bundesliga gestartet sind. Das müsstet halt ihr entscheiden. Wow, ist das ein schlechter Pass? Und das ist ein schlechter Kopfball. Zunes. Das nächste Mal lauft ihr bitte durch. Aber Manu. Schön erkämpft. Schlecht weiterverarbeitet. Faul, ey! Ist nur für den Arsch geschieden. Tja, das kommt davon, wenn man sich bei Czernik auf ein Laufduell einlässt. Sitzt. Easy. Easy. Flashy. 28. Sitz um 3:0. Brauchen wir uns nicht anschauen. Haben wir gerade schon mal gesehen. Also das war jetzt wirklich ein einfaches. Die sind uns halt einfach grandios unterlegen. Jetzt halt merkt man es. Jetzt bin ich auch so extrem drin in dem Spiel, finde ich. Und deswegen, ja. Hey. Ich weiß jetzt halt auch, wie ich mit der Mannschaft spielen muss. Und so weiter. Ach, shit. Hab Manu, beweg deinen Arsch. Der war vielleicht ein bisschen arg. Nein, die Menschenmenge da hinten.
Ja gut, vielleicht schaffen wir noch das 4-0 vor der Pause. Oh fuck. Klasse rausgespielt, Jungs. Hab's mir schon fast gedacht. Jetzt kämpfen sie plötzlich voll. Was passiert? Der hat ein Glück gehabt. Oh, jetzt pfeift ab. Du Arsch! Du Arsch! Gut, dann schauen wir mal, was könnte man wechseln. Wen haben wir dabei? Sandro kann für Hurricane kommen. Hook für Player und Eichhorn für Noobstar. Das passt, das passt. Das ist mal eine klasse Quote, Mace. 2 Tore, 100% Passquote. Seit wäre doch eh ausgewiesen. Das ist ein schlechter Pass. Oh. Schöner Pass, aber. Solche Hunde. Ich brauche halt auf dich immer gleich drei Mann. Boah. Ich wusste nicht, was ich machen soll, sorry. Ich hätte vielleicht einfach mal schießen sollen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Na gut, dann jetzt halt. Kopfball. Genau, ich war doch total dran am Ball. Kommt ihr her? Hopp. Der Hammer.
Schlechte Flanke. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh, Manu. Easy, macht er den easy. Fuck. Ach man. Schöner Einsatz, Marvin. Oh, bitte. Wie war das? Vielleicht ist 4-0 noch vor der Halbzeit. Leck mich am Arsch, jetzt kriegt man schon wieder ein Tor. Ist jetzt jedes Spiel so, dass wir da hinten so einen Bockmist bauen? Dann müssen wir uns echt was einfallen lassen mal. Vorne geht nichts und dann kriege ich mir hinten die Dinger rein oder was? Hat auch fast nicht geschoben oder so. So ist richtig. Schön, Sunis, 81. Ey, 4-1 gegen Ingolstadt. Also ich bitte dich, was ist denn da hinten los? Boah, hat schon wieder Torflaute zur Zeit, oder? Sieht's aus? Komisch, dass der jetzt halt so einen Riesenschritt nach vorne ging. Man könnte fast meinen, er wäre geschoben worden, aber nein. Sowas machen die doch nicht. Wenn du abdeckst, dann mach's bitte auch richtig. Schönes Spiel, Jungs. Nee, nicht wirklich. Also vorne super, hinten scheiße. Maceman ist Flashy Zunes. Ja, Flashy bester Mann mit 8-9 nur. Da muss schon was bedeuten. Bei Danner. 6-4 der Lekic und der Özkan. 8-9. Ja. Nicht so der Rede wert, das Spiel eigentlich. Flashy, letzte Partie. Ja. Jo. Pressekonferenz. Boah, motivieren. Flashy warnt jungen Bocher. Flashy warnt seinen jungen Stürmer Erik Bocher davor, alles zu glauben, was in den bla bla bla. Spieler des Monats, Flashy,
Schön, danke. Flashy Formsteige hält an und so weiter, Gedöns. Kennen wir doch alles. Spiel Nexus gegen St. Pauli. Die sind in diesem Fall 10. Ingolstadt ist immer noch 14. Und Köln hat schon 30 Spiele. Ja, 30 Punkte ist mehr dann auf Höhe Frankfurt-Ingolstadt. Aber wie schlecht doch Aalen ist mit 6 Punkten. Ey. Was haben wir jetzt? Tordifferenz? 10 Gegentore. Verdammt, so viel. Jetzt sind wir nicht mehr einstellig. Ich könnte heulen. Ich könnte echt heulen. Ja gut, hilft alles nichts, Leute. Wir müssen beenden. Im nächsten Part machen wir dann die Aufstellung. Ja, machen wir im nächsten Part. Bis dahin euch einen schönen Tag. Macht's mir gut. Und auf Wiedersehen, ich bin's. Euer Flashy. Tschüss.